Ein herzliches Willkommen zum nächsten Projekt. Ja, ich habe mich dann doch mal an Fallout 76 gewagt. Gab es heute gerade günstig im Black Friday Sale und von daher, also wie du seht, halt erst einen Tag später. Aber ja, für 30 Euro habe ich gemeint, kann ich es mir doch mal mitnehmen. Ich habe viel Negatives gehört. Ich gehe davon aus, das meiste wird leider auch zutreffen. Ja, ich kann ja mal vielleicht so während des Spiels nachher ein bisschen was erzählen, was ich so mitgeredet habe. Ich war halt echt so immer zwiegespalten, so ein paar Sachen so, ach cool, das klingt ganz gut, und dann so, das klingt nicht so gut, aber ah, es funktioniert aber ganz gut, und aber dafür geht das jetzt nicht so richtig. Und die Bewertungen sprechen ja auch Bände. Aber wir werden mal sehen. Ich werde auch mal hauptsächlich, glaube ich, erstmal Anfang allein unterwegs sein. Vielleicht zwischendurch noch mit ein paar anderen, aber ich möchte halt tatsächlich auch die Story und in Ruhe erkunden und die Story mitnehmen. Also das bisschen Story, was das halt hat. Von daher schauen wir uns das Ganze mal an. Gut, Social brauchen wir soweit nichts einstellen. Ich glaube, ich will gerade nochmal nachschauen, habe ich den Voice Chat aus. Sehr gut. Der Rest sollte aber soweit passen. Gut. Starten wir mal ein neues Spiel. Und schauen uns mal an, was es so an Welt hier gibt. Die wird jetzt mal schön geladen. Achso, ja, technische Seite. Das Spiel ist leider immer noch in der Creation Engine gemacht. Und Fallout 4 hat mich ja damals wegen den Ladezeiten schon ziemlich genervt. Ich bin mal gespannt, wie es hier ist. Na, Moment geht's. Entschied diese große Nation, dass nur der bewaffnete Konflikt unser Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück verteidigen könnte, wenn unsere Gründerväter uns jetzt sehen könnten. Von Antietam bis nach Amiens, Okinawa und Anchorage, wir haben gekämpft. Doch die rote Gefahr steht vor der Tür. Und unsere Demokratie steht auf Messerschneide. Und deswegen feiern wir heute am 4. Juli 2076, 300 Jahre nach Gründung unserer großen Nation, gemeinsam die Vollendung von Vault 76. Dieser weitläufige Bunker wurde vielleicht von Vault-Tec entworfen, aber er wurde von euch erbaut. Von aufrichtigen Amerikanern. Auch wenn die Bomben fallen, wenn das Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Doch nicht jeder kann gerettet werden. Unsere Besten und Klügsten sollen in diesem Vault weiterleben. Wenn die Kämpfe vorbei sind und der Fallout sich legt, beginnt der Wiederaufbau. Nicht nur Mauern, oder Gebäude, sondern auch Herzen und Geister. Und schlussendlich Amerika selbst. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Vault 76 unsere Zukunft beginnt. Ja. Hier spricht die Aufseherin.
Hoffentlich hat Ihnen die Party gestern gefallen. Auch wenn Sie es vielleicht übertrieben und verschlafen haben. Aber es wird Zeit, aus den Federn zu kommen und frische Luft zu schnappen. Wir waren lange genug eingesperrt. Heute ist Rückeroberungstag. Auch wenn es Zeit ist zu gehen, werde ich nie den Tag vergessen, an dem Sie Vault 76 zum ersten Mal betreten haben. Sie unterscheiden sich durch Ihre Herkunft, Ihre Hautfarbe oder Ihren Glauben. Doch Sie alle haben eine sehr wichtige Eigenschaft gemein. Sie sind die Besten und Klügsten dieses Landes. Was aber viel wichtiger ist, Sie alle werden immer meine Familie sein. Alles klar. Ich würde... Kann ich gerade mal ins Menü? Ne, dann muss ich gleich mal noch die... Achso, wir können hier noch durchschalten. Die Dings anpassen. Beziehungsweise die Untertitel anstellen. So, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, es ist die Creation Engine. Die habe ich ja bei Fallout 4 schon gar nicht so lieb gewonnen. Muss ich sagen, die hatte doch... Also die ist nicht performant und sieht nicht gut aus. Von daher, weder das eine noch... Und die ist halt auch alt. Die ist irgendwie... Die war damals... Ich habe jetzt nochmal... In den Ursprungsversionen war die halt schon bei Morrowind mitbeteiligt. Das heißt, die hat schon so ihre 15, 20 Jahre auf dem Buckel. Und irgendwie will sich Bethesda da nicht von trennen, obwohl die halt ja, absolut nicht mehr zeitgemäß ist. Aber gut, wie gesagt, ich will jetzt nicht allzu viel rummeckern. Ich habe es ja noch nicht selber gespielt. Von daher... schauen wir uns den ganzen Spaß mal an. Ich habe absolut keine Erwartungen an das Spiel mehr. Ich glaube, es ist sogar vielleicht besser, als ich mir das Ganze noch vorstellen würde. Aber ich hoffe einfach mal... Achso, ich dachte gerade, haben wir nur so wenig Haare, aber der hat halt da mitten in der Mitte schon angefangen. Von daher gucken wir uns die jetzt mal in aller Ruhe hier durch. Widerling. Ah, diese Überkampffrisuren. Mathelehrer, alles klar. Special Forces. Encourage. Alter Professor. Da sind wir denn adrett? Vollzeitjob. Ja, auch wir haben sie wieder ganz witzige... Ganz witziger Name, der alte Schmuddel. Gem-freundlicher, die Drogenmänner. Warte mal, gib mir mal gerade mit den Kolonialstil. Ich glaube, den nehme ich sogar. So, kommt von der Länge. Na, ich meine, sind noch länger, aber. Kommt der so ungefähr hin? So eine Hipster-Frisur habe ich dann doch nicht. Gut, nehmen wir das. Die Farbe bitte. Braun, warmes Schwarz. Achso, auch wieder oben. Platinblond ist ein bisschen viel. Dunkelblond kommt einigermaßen hin. Oder Goldblond. Nehmen wir mal Goldblond. So, ja, ich glaube, die Stirn ist soweit in Ordnung. Die Augenbrauen eigentlich, also, keine Ahnung, was haben wir denn hier noch an Nasen? Vielleicht so ein bisschen eher. Ja, das kommt ungefähr hin. Das passt soweit. Ich hätte einfach mal ein Bild von mir hier irgendwie aufhängen können. Als Referenz. Ich denke, man kann auch nachher irgendwie noch ein bisschen
bisschen nacharbeiten. So, ne, ich würde ganz gern den Bart jetzt mal machen. Entspannter Morgen. Kinnflaum, Gentleman, Mann von Welt. Mannsbild. Abtrünnige. Piratenbart, Revolverheld, Schurke. Ja, die guten alten Koteletten. Hatte ich tatsächlich auch mal Freerider, ja. Warum nicht? Wie viel können wir denn noch machen? So schmierig, ne? Ich glaube nicht. Da kommen wir doch mal hier so langsam der Sache etwas näher. Backenschnauzer, Konferierten, Session. Lincolnbart, natürlich. Ja. Ja, ich glaube, Abend. Ich habe neulich mal wieder ein bisschen gestutzt. Nehmen wir den Abenteurer. Das trifft es dann doch ganz gut. Farbe ist allerdings. Achso, nee, ich wollte eigentlich die Bartfarbe ändern. Oder ist die mit dem Dings verknüpft? Die können wir, glaube ich, nicht einzeln einfärben. Also können wir noch ein bisschen rumformen, okay. Aber ich glaube, ich lasse das Ohr mal so, wie es ist. Na gut, dann. Ich glaube, dann wären wir soweit eigentlich fertig. So vom ersten. Das gibt es ja noch extra. Achso, Make-up, Mail, Male, Makel, Schaden, Schmutz. Kannst ja mal durchzeigen, aber dürfte eigentlich, also ja, nein, wir kommen jetzt hier nicht auf dumme Gedanken. Ja, Lippenfarbe, grobes Sichtschürfwunden. Aus der Zeit bin ich dann doch raus. So hartes Leben hatten wir, glaube ich, auch nicht in der Vault, dass wir jetzt hier brutal vernarbt irgendwie ausgehen. Dreckig sind wir auch nicht. Ich meine, hier haben wir eine ganze Menge Wasser und einigermaßen abgesicherte Umgebung. Von daher, das passt. Lassen wir dann alles mal. Das waren die. Ach, genau. Dann machen wir es mit dem Körper noch. Ja. Groß ist halt dick, von daher, das haben sie hier ganz nett. ganz nett eingestellt. Ah, ich glaube, so dürfte es ungefähr hinhauen. Wäre halt ohne Dings doch etwas oder besser zu sehen, wenn der Anzug noch weg ist, aber. Gut, ich glaube, dann wäre ich mit dir tatsächlich zufrieden, mein lieber Charakter. Yay. Achso, stimmt, jetzt können wir auch hier das Bild machen. Mit Z und C. Ach, ich habe das echt nicht umgestellt. Ja, das ist mit der Tastenkombination. Das ist. Konsolen sind doch generell eh technisch immer hinten dran. Entwickelt die Sache noch zuerst für den PC und dann den Downgrade für die Konsole und nicht für die Konsole und dann hast du quasi direkt einen Downgrade für den PC mit dabei. Aber gut. Die Texturen laden auch immer noch nach. Wie kann ich denn jetzt hier im Menü mit den Pfeiltasten? Also das ist ja absolut bedienungsunfreundlich. Wütend, ehrfürchtig, besorgt, ne?
Angewidert. Flirtend. Oh, freundlich. Ne. Glücklich sieht halt immer so grenzdebil aus. Verwirrt. Frage? Oh. Überrascht. Nachdenken. Aber ich glaube, amüsiert ist ganz okay. Posenkategorie, was haben wir da denn? Ja, da müssen wir ein bisschen rauszoomen, dann mehr oder weniger. Ja, ich glaube, so ist okay fürs Erste. Wir können das ja auch noch mal umstellen. Flupp. Achso, wir könnten natürlich auch noch Helligkeit, Kontrast, Filter. Ja, passt. Ist ja nur ein Ausweisfoto, da sollte man nicht allzu viel da drauf hängen. Oh, hey, meine Brille. Kann ich die mitnehmen? Erstmal hinlegen und pennen. Nee, kann ich leider nicht. Schade. Dann schauen wir uns mal unser Terminal an. Drücke R, um ein Holoband auszuwerfen oder zu laden. Danke. Einen frohen Rückeroberungstag. Heute ist es soweit, der Rückeroberungstag ist gekommen. Auf diesen Augenblick haben wir uns 25 Jahre lang vorbereitet. Wir sind bereit, Sie sind bereit, Amerika wartet auf uns. Also brechen wir auf. Von der Aufseherin, das ist aber nett. Wir sind eingeladen. Countdown zum Rückeroberungstag. Wer? Alle. Um 22 Uhr bis Mitternachts. Toll, ganze 2 Stunden dürfen wir feiern. Wir haben die restlichen Alkoholrationen und die offizielle Vault-Tec-Partyhüte freigegeben. 10 Minuten vor Mitternacht wird die Aufseherin eine Rede halten und den Countdown durchführen. Wir wünschen viel Spaß. Immerhin gibt's auf offizielle Hüte. So, die können wir mal ausmachen. War da noch Robco fahren? Hier haben wir dann auch, wie gesagt, Zeug. Können halt leider noch nichts mitnehmen davon. So ein bisschen schwammig die Steuerung, muss ich ja zugeben. Aber ja, duschen wir so einmal ab, bevor wir jetzt rausgehen. Wer weiß, was da im Ödland noch auf uns wartet. Noch einmal aufs Klo. Ich meine, noch haben wir ja hier Toilettenpapier. Oh. Achso, wir sollen jetzt raus. Essen war dann wohl gestern nicht mehr so. Gibt's denn da Schönes? Na dann, hallo Pip-Boy. So, Quest begonnen. Achso, ja, bevor ich das nochmal vergesse. Ach, jetzt bin ich auf der Karte. Ja, ist okay. Ich würde gerne ins Menü. Z. Dann, Einstellungen, war das im Spiel? Vielleicht muss ich das auch nochmal ein bisschen umändern. Anzeige. Gibt es irgend sowas wie Untertitel? Ja. Gut, das sieht gut aus. Na dann, ab nach draußen. Sie wurden mit nichts Geringerem als dem Wiederaufbau Amerikas beauftragt. Eine enorme Verantwortung. Sie sollten wissen, dass Vault-Tec stolz auf Sie ist.
dass ich stolz auf Sie bin. Wenn Sie das hören, bin ich schon seit mehreren Stunden unterwegs. Ich habe meine eigene Mission. Draußen in Appalachia. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Durchsage. Der freut sich, der Gartenzwerg. Aber gut. Dann, ja, schauen wir doch mal, was es da Schönes gibt. Ich glaube, wirklich so viel interagieren können wir hier nicht. Oder noch nicht. Können wir eigentlich irgendwann wieder zurück? Ich glaube ja. Na gut, wir werden es sehen. Wir werden es erfahren. Ich meine, bei Fallout 3 konnten wir ja wieder in die Vault zurück nachher. Später. Ja, die haben hier mit mehreren Bällen. Wahrscheinlich waren sie nachher so betrunken, dass sie mehr als einen Ball gebraucht haben. Schätze ich. Sir, hallo? Ja? Endlich! Ich hatte schon befürchtet, dass Sie gar nicht mehr aufwachen. Haben Sie es schon vergessen? Heute ist Rückeroberungstag. Es ist Zeit, den Vault zu verlassen. Die meisten anderen sind schon weg. Kommen Sie lieber in die Gänge. Bei jedem Posten können Sie Ausrüstungsstücke erhalten. Nur eines pro Bewohner. Okay, cool. Dann gucken wir uns das mal an. Ah, die Partyhütchen. Was haben wir eigentlich gerade? Wir haben den Anzug an. Oh ja, Konserve, sehr schön. Ein Holotape. Und das war's. Camp verlegen können wir gerade noch nicht. Skills. Das kommt erst noch. Bitte ja, wird schon werden. Sie sich zum Ausgang des Vaults. Sie dürfen keine Zeit verlieren. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ja, alles zu hier. Dankeschön. Da draußen gibt es eine Menge Wasser. Wahrscheinlich fast alles verstrahlt. Im Zweifelsfall stets abkochen. Okay. Ja, Hunger, Durst gibt's, aber das scheint doch alles relativ rudimentär zu sein. Also was ich so von den Beta-Streams und so gesehen habe. Achten Sie stets auf das Klicken des Dosimeters in Ihrem Pip-Ball. Okay. Juhu, Stimpaks. Plus. Darf man nicht meinen. Plus beende ich jedes Mal die Aufnahme, wenn ich das Stimpak nehme. Was die Infrastruktur in Appalachia angeht, ich schätze, es gibt keine. Gut, dann nehmen wir Baumaterial mit. Danke. Glückchen trinken? Nee, ist nicht. Mann. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie rausgehen. Finden Sie Freunde. Zusammen sind wir stark und so. Okay. Ah, endlich Partyhut. Und dann können wir jetzt hier Emojis. Alles klar. Partyhut. Juhu. Sie müssen alleine durch diese riesige Vault-Tür treten. Außer natürlich neben Ihnen befindet sich noch jemand, was ich übrigens empfehle. Ja, ich weiß, es ist ein Multiplayer-Spiel, aber ich werde das tatsächlich erstmal so ein bisschen alleine angehen. Ich glaube, hier konnten wir auch noch hin, oder? Ja, Mission der Aufseherin. Wird auch ein bisschen gefeiert, wie es scheint. Dann schauen wir mal, der Vault-Tech-Bericht. Vertraulich nur für die Aufseherin.
25 Jahre nachdem sich die Vault-Türen geschlossen hatten, ist es ihre Aufgabe, ihre Bürger auf das Verlassen von Vault 76 vorzubereiten und mit der sogenannten Rückeroberung zu beginnen. Genaue Einzelheiten werden ihnen automatisch zugestellt, sobald der Zeitpunkt näher rückt. Nach dem Rückeroberungstag sind sie angewiesen, persönlich 3 Atomraketensilos namens Alpha, Bravo und Charlie zu lokalisieren und zu sichern. Falls diese Standorte nach wie vor atomtauglich sind, haben sie dafür zu sorgen, dass niemand außer Voltec Zugang erhält oder nukleare Bewaffnung initiiert. Okay. Die Rahmenbedingungen. Herzlichen Glückwunsch, Aufseherin. Vault 76 ist eine der bedeutendsten Projekte, die Voltec je abgeschlossen hat. Bei seiner Errichtung und der Auswahl von Personal und Bewohnern wurden keine Kosten gescheut. Die Creme de la Creme Amerikas wurde auserwählt, darunter auch einige Koryphäen der Voltec-Universität. Die Spezialkurse und Anweisungen, die sie zur Allgemeinführung eines Vaults erhalten haben, gelten nicht für diesen Auftrag. Vault 76 ist etwas Besonderes. Ihre Mission lautet, für den Lebensunterhalt und das Wohlergehen ihrer Bewohner zu sorgen und sicherzustellen, dass sie bereit sind, Amerika neu zu besiedeln, sobald sie Entwarnung erhalten haben. Es ist zu erwarten, dass sie mit Herausforderungen konfrontiert werden, auf die wir sie nicht vorbereiten konnten. Passen sie sich an, lernen sie, seien sie erfolgreich. Amerika zählt auf sie. Cool. Ablauf der Operation. Ihre Aufgabe als Aufseherin ist es, für die allgemeine Gesundheit und Sicherheit von Vault 76 zu sorgen. Der Verlust von Leben ist um jeden Preis zu verhindern. Die Vault-Bewohner wurden sorgfältig anhand ihrer speziellen Fähigkeiten und Persönlichkeiten ausgewählt. Aufgrund der besonderen Begabung der Vault-Bewohner müssen sie zur Aufrechterhaltung der Ordnung möglicherweise einzigartige Herausforderungen meistern. Als letztes Mittel kann jedes Domizil einzeln verriegelt und der oder die jeweilige Bewohnerin für einen bestimmten Zeitraum festgesetzt werden. Kalkulieren Sie jedoch ein, dass erzwungene Einzelhaft möglicherweise schwere psychologische Konsequenzen nach sich zieht. Obgleich die Türen von Vault 76 nicht von innen geöffnet werden können, sollten Sie dafür sorgen, dass sich im Eingangsbereich kein unautorisiertes Personal aufhält. Das Sicherheitsteam wird Waffen und Munition nach der situationsbedingt revidierenden Eintrittsphase verwahren und lediglich mit nicht tödlichen Geräten bewaffnet sein. Wenn Amerika wieder aufgebaut werden soll, kommt es auf jedes Leben in dieser Vault an. Schützen Sie sie alle, ja. Macht natürlich auch irgendwo Sinn. Vorgeschriebene Abschaltung. Unsere Studien haben gezeigt, dass Testsubjekte selbst nach vergleichsweise kurzer Zeit von den Annehmlichkeiten eines Vaults abhängig werden können. Das darf in Vault 76 nicht geschehen. Nachdem Sie die Entwarnungsnachricht erhalten haben, wird Vault 76 innerhalb von 24 Stunden alle Funktionen einstellen. Als letzte Stufe wird auch die Luftzirkulation deaktiviert. Sie sollten die Vault-Bewohner daher warnen, dass der Aufenthalt im Vault nach Ablauf der Frist tödlich sein kann. Alle müssen das Nest verlassen. Es ist unbedingt erforderlich, dass sich alle Bewohner auf ihre wichtige Aufgabe konzentrieren, Amerika wieder aufzubauen. Okay, das heißt, wir kommen nicht mehr zurück. Macht natürlich auch Sinn, sonst würden hier irgendwie nachher noch, keine Ahnung, Level 30 oder so rumrennen. So, der Rückeroberungstag ist da. Wir haben die Zeit bis Mitternacht runtergezählt. Ich habe alle nicht mehr so jubeln sehen, seit das erste Vault-Baby geboren wurde. Ich musste den Sicherheitsdienst holen, und um ein paar Leuten in ihre Betten zu helfen. Dann haben die Freiwilligen und ich alle Aufsteller aufgebaut, genau wie wir es geübt hatten. Ich muss noch ein paar letzte Aufnahmen machen und dann wird es Zeit, durch die Tür nach draußen zu treten. Ich wünschte, ich könnte den anderen auf ihrem Weg helfen, aber ich weiß, dass sie mich stolz machen. Das Überleben geht vor. Wie angewiesen sind die Überlebenspakete bereit? Ich habe allen geraten, sich so schnell wie möglich von 76 zu entfernen, sobald die Türen sich öffnen. Wir haben keine Informationen darüber, was uns erwartet. Voltec sagt, wir sind Amerikas größte Hoffnung. Jetzt werden wir es herausfinden. Und der Jahresrückblick von 2100. Ein weiteres Jahr liegt hinter uns. Die Mission geht weiter. Größte Sorgen, gegenwärtig sind 6 Bewohner aus disziplinarischen Gründen inhaftiert. Letztes Jahr waren es noch 4. Der Moraloffizier hat es geschafft, die schlimmsten Gerüchte über Appalachia zu unterdrücken, also Kannibalen, Mutanten, brennender Regen, was auch immer. Die Stimmung ist aber noch sehr angespannt. Es ist im Allgemeinen nicht schwer, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Der Stammbaum der meisten Bewohner ist
beeindruckend, um es vorsichtig auszudrücken. Aber Kompetenz bedeutet manchmal auch Arroganz. Und Arroganz bedeutet, dass meine Autorität auf die Probe gestellt wird, öfter als sie sollte. Die Hydrokulturen könnten kaum mit der Nachfrage Schritt halten. Ich hasse den Gedanken, eine verpflichtende Rationierung einzuführen, aber im Jahr 2101 könnte das notwendig sein. 76 platzt aus allen Nähten. Die sind mehr, als wir erwartet haben. Allerdings haben wir auch die größten Erfolge noch. Die Preisverleihungen sind eine tolle Möglichkeit, die größten Egos zu streicheln, da alle so verdammt ehrgeizig sind. Der Tiefpunkt war der Verlust eines Zahnes im Kampf um den Preis für die beste Zahnhygiene. Oh. Die Führungskräfte waren wie immer vorbildlich. Sehr zuverlässig und loyal. Es war verdammt anstrengend, die größten Streber versöhnlich zu stimmen, aber irgendwie haben wir auch dieses Jahr überstanden. Die World 76 Weltmeisterschaft hat sich als großer Erfolg erwiesen. Der Ball zerstörte fast die Jukeboxen, aber die positive Stimmung im Atrium war einfach fantastisch. Schön. Lösche starten. Gibt's nicht. Holoband. Achso, da können wir es halt ein bisschen... Aufseher-Logbuch. Oder sollte ich lieber sagen, direkte Kommunikation. Denn wer das hier hört, hatte den Mumm, sich auf die Suche nach mir zu begeben. Gut, dass Sie nach mir suchen. Um ehrlich zu sein, benötige ich Ihre Hilfe. Ich habe eine Aufgabe erhalten und... beschlossen, gegen das Protokoll zu verstoßen, indem ich Ihnen davon berichte. Denn wenn ich eines in den letzten Jahren gelernt habe, dann, dass wir uns aufeinander verlassen müssen. Es gab in Appalachia 3 aktive Atomraketensilos, bevor die Bomben fielen. Die Welt wurde schon einmal in die Luft gejagt. Das darf nicht nochmal passieren. Also müssen wir alle Silos finden und sichern. Oder bei dem Versuch draufgehen. Ich hoffe auf Ersteres. Aber mittlerweile sind 25 Jahre vergangen. Ich weiß nicht, was wir da draußen finden werden. Oder wo wir anfangen sollen. Ich habe die Anweisung erhalten, mich zum nächsten Bevölkerungszentrum zu begeben und die Lage einzuschätzen. Ich richte unterwegs ein Camp ein, sobald ich mich orientiert habe. Treffen Sie mich dort. Alles klar, hast du das jetzt genommen? Gerade schauen. Daten. Gegenstände. Schrott. Holos. Jo. Aufseher-Logbuch. Oder sollte ich lieber sagen, direkte Kommunikation. Naja. Hihi. Ja, das wäre das dann soweit. Hier ist sonst nichts mehr, wie es aussieht. Begeben wir uns dann doch mal nach draußen. Das Camp ist entscheidend für den Wiederaufbau Amerikas. Eine rostige Tetanus hervorrufende Hütte nach der anderen. Sehr gut. Dann nehmen wir das mal mit. Ist hier irgendwas Tolles? Nö. Spinnen können wir auch nichts großartig reißen. Drückte. Ja, wir müssen uns anpassen. Was haben wir denn hier? Letzte Warnung. Alle Personen, die nicht Mitglieder der Personalabteilung sind und auf dieses Terminal zugreifen, sind unverzüglich beim Sicherheitschef zu melden. Es werden keine Ausnahmen gemacht. Korrespondenz von Day DJ. Nuka-Cola Cherry vermisst. Nur weil wir gehen, hat niemand das Recht, von meinem Vorrat an Nuka-Cola Cherry zu stehlen. Ich habe diese Flaschen seit über 20 Jahren rationiert. Wenn ich ihn Dieb erwische, wird das Konsequenzen haben, so wahr mir Gott helfe. Okay? Sullivan wurde versetzt. Mir ist bewusst, dass es unter anderem unter den derzeitigen Umständen trivial erscheint, aber ich würde es sehr begrüßen, wenn meine Versetzung noch vor dem Rückeroberungstag bearbeitet werden könnte. Ich habe viele Jahre dafür gearbeitet, alle schriftlichen, mündlichen und körperlichen Tests zu bestehen und Sanitärtechniker zu werden. Ich habe einen Doktor in Ingenieurswissenschaften von der GSU und möchte meine Zeit im Vault 76 nicht als Getränkeverkäufer beenden.
Bitte geben Sie mir die Anerkennung, die ich verdient habe. Vielen Dank im Voraus. Ja. Wieder schnelle Aufzeichnungen. Voltex Vorgaben zur Rückeroberung sind klar festgelegt. Alle Aufzeichnungen müssen vor dem Rückeroberungstag gelöscht werden. Um das klarzustellen, wird es keine Personalabteilung und auch kein Vault 76 mehr geben. Alle laufenden Projekte werden beendet. Falls Sie aus irgendeinem Grund keine Zeit zum Löschen Ihrer Daten haben, schicke ich jemanden, der das erledigt. Wenn Sie möchten, können Sie das gerne der Aufseherin vortragen. So, die Personalakten. Ja, stimmt, also es macht ja tatsächlich Sinn. Die sind alle weg, nicht gespeicherte Arbeiten. Ja, wie gesagt, du hast halt hier, wenn du halt wirklich nur so die Elite und Creme de la Creme, der, keine Ahnung, Professor schieß mich tot hast, müssen ja auch so in Anführungszeichen normale Tätigkeiten verübt werden. Also brauchst halt irgendeinen, der was repariert, irgendeinen, der halt dieses putzt und so weiter und so fort. Und von daher, oder halt Getränke verkauft. Aber ich glaube, die haben es ja einigermaßen mit abgefunden. Ja, wie gesagt, jetzt ist er halt Friseur, war vorher Doktor. Ich gehe die Nummer gerade kurz durch. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, das sprengt dann doch so ein bisschen den Rahmen. So, Pool. Ah ja, dann können wir uns hier mal an den Karten bedienen und die Brille und den Stift mitnehmen. So, Charisma ist deine Fähigkeit, anderen zu führen und ihnen zu helfen. Es ermöglicht dir, Skills mit höheren Punktzahlen zu teilen. Außerdem wirkt es sich auf deine Belohnung für Gruppenquests und Preise im Handel aus. Ja. Fangen wir mal ganz rechts an. Ganz links meine ich damit. Stärkere präsentiert deine rein physische Kraft. Der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst und wie viel Schaden deine Nahkampfwaffen verursachen. Wahrnehmung beeinflusst das Erfassen von Gegnern in der Nähe. Die Fähigkeit, Schleichbewegungen zu entdecken und die Waffenpräzision im WOTS. Ausdauer steht für deine physische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit, deinen Widerstand gegen Krankheit und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Charisma hatten wir. Intelligenz steht für deine allgemein geistigen Kapazitäten. Der Wert bestimmt deine Fähigkeit, Terminals zu hacken, den Zustand und die Haltbarkeit von hergestellten Gegenständen sowie den Ertrag des Verwertens. Beweglichkeit repräsentiert deine Reaktion und dein Geschick. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Und Glück fasst zusammen, wie gut das Schicksal es mit dir meint. Der Wert bestimmt die Abklingzeit bei kritischen Treffern, sowie den Zustand und die Haltbarkeit von Gegenständen, die du durch Plündern erhältst. Ja. Ich glaube, ich gehe dann erstmal auf Beweglichkeit mal wieder. Und dann nehmen wir den Action Boy. Dankeschön. So. So hätte ich das gerne. Hat's funktioniert? Glaube. Hier scheint noch ein Terminal zu sein. Ah ja, genau. Hier können wir auch wieder hacken. Klassiker. Erstmal die ganzen Klammern durchgehen. Und dann schauen wir halt mal weiter. Na? Ist keine vollständige Klammer. Da haben wir noch was. Ups, sorry. Das können wir noch nehmen. Hä? Okay. Dann brich halt mal weg. Alles klar, wir haben jetzt noch 4 Versuche. Wie wär's mit again? 0. Die These... auch nicht, okay. Here's... drawn. Die haben ja alle irgendwie nichts miteinander zu tun. Na gut, dann gehen wir rein und nochmal raus.
Taunt hat zumindest schon mal einen. Scene, du hättest... Okay. Slips. So, jetzt kann ich aber, glaube ich, ein bisschen was arbeiten. Raids. Hätte... mit Scene nix gemeinsam. Okay. Die Masken... hat auch nix. Beziehen gemeinsam Slips. Hat mit dem Taunt nix. Cases. Ja, das A. Und aber nix mit der Szene. Dying. Hätte N. Ja gut, vielleicht ist es halt das N. Was übereinstimmt. Das hätte schon mal drei Treffer. Guck mal. Pax hat mit Dying nix. Rick hat mit Dying zu wenig. Doing. Nee, das hätte dann vier gehabt. Das kann es nämlich auch nicht sein. Klaps. Hat aber zu wenig mit Dying zu tun. Es hat alles zu wenig mit Sterben zu tun. Loads? Nee, auch nicht. Works kann auch raus. Diary vielleicht. Nein. Candy? Nein. Betty? Being? Being. Sehr schön. Sicherheitsanweisungen. Vault 76 ist einer der wertvollsten und bedeutendsten Vaults in unserem Netzwerk. Dementsprechend muss diese Anordnung um jeden Preis Folge geleistet werden. Die Zukunft Amerikas steht auf dem Spiel. Sobald sie die Aktivierungsmeldung erhalten haben, ist ihr Team autorisiert, nötigenfalls tödliche Gewalt anzuwenden. Eliminieren sie entschieden alle Bedrohungen, die verhindern könnten, dass ihre Bewohner rechtzeitig die Sicherheit des Vaults erreichen. Es werden ausschließlich autorisierte Bewohner aufgenommen. Alle weiteren Personen müssen als gegnerische Kämpfer eingestuft werden. Die Aufseherin verfügt über spezielle Anweisungen für den Zeitraum nach der Aktivierungsnachricht. Sobald der Eintrittsvorgang abgeschlossen ist, muss ihr Team alle Waffen in die vorhergesehenen Behälter sperren. Anschließend werden sie weitere Befehle erhalten. Vertrauen Sie Ihrer Aufseherin. Gehören Sie Ihrer Aufseherin. Jedes einzelne Mitglied Ihres Teams wurde für diesen Auftrag handverlesen. Vault-Tec glaubt an Sie. Wenn Sie zusammenarbeiten, werden Sie erfolgreich sein. Wie schön. Irgendwelche Vorfallsberichten. Alkoholisierter Ruhestörer. Jill hat M. Thompson laut singen im Nachtzyklus erwischt. Aha. Er hat die Rückeroberungspartyläden, ist in die Rückeroberungspartyläden gegangen und hat sich ein Sechserpack geborgt. Jawohl, da hat jemand getrunken. In Ordnung. Übergriff untersucht. Nakamura hat eine Beschwerde untersucht, die unser lieber Freund Jake eingereicht hat. Jake hat behauptet, dass E. Jefferson ihn mit Absicht geschubst und ihn verletzt hätte. Ja. Ist in Ordnung. Terminal wurde letzte Nacht gehackt. Ja. Diebstahl wurde untersucht von Jake. Der scheint hier nur am Rummeckern zu sein. Der letzte Eindruck. 25 Dienstjahre, keine Gefallenen und eine epische Verabschiedung. Ich habe ein letztes Mal darum gebeten, die Bewohner vor Öffnung der Türen zu bewaffnen, aber mein Gesuch wurde abgelehnt. Ja, was tatsächlich Sinn gemacht hätte eigentlich. Ich hoffe feierlich, dass spätere Generationen Vault 76 besuchen werden, dass sie lesen und erfahren, wie unglaublich engagiert ihre Vorfahren waren. Wie wir Amerika aus der Asche wiedergeboren haben. Aber ehrlich gesagt habe ich auch etwas Angst. Falls die Experimente in den anderen Vaults schief gehen... Davon kann man ja wirklich Albträume kriegen und ich weiß ja längst nicht alles. Wenn es uns gelingt, zusammenzuhalten, haben wir vielleicht eine Chance. Ja. Ich musste Casey inhaftieren, da er über die Aktivierungsnachricht geredet hat. Die Katze ist nun aus dem Sack, aber Befehl ist Befehl. Das Protokoll sieht vor, dass wir morgen alles ankündigen, aber ich kann die Aufregung jetzt schon spüren. Das Team fragt ständig, was es da draußen wohl erwartet. Die Atomraketen haben unsere externen Sensoren zerstört, also sind wir blind. Nur die sekundären Geigerzähler sind noch funktionstüchtig. Das Gerede wird immer wilder. Überall getuschelt, wer sich nach der Rückeroberung mit wem zusammentut. Ich fürchte fast, die größte Gefahr für das Projekt liegt nicht da draußen, sondern im Innern dieser Vault. Die Bewohner sind eine eindrucksvolle Truppe, aber wehe, wenn sie losgelassen werden.
Wehe, wenn sie losgelassen. Steam hat die Aktivierungsnachricht Checkliste komplett abgearbeitet. Protokolle gelöscht, unwichtige Ausrüstung sichergestellt, Rückeroberungskits beschafft und so weiter. Die ganze Prozedur war in Rekordzeit erledigt, als ob wir jahrelang dafür geübt hätten. Manchen passt es nicht, dass die Bewohner entlassen werden sollten und dass die Aufseherin ein Auge darauf hat. Aber alles in allem eine solide Leistung. Gut, cool. Noch ein bisschen mehr Information, als ich hier dachte. Ich weiß gar nicht, sind wir in Vault 76 in den anderen Teilen mal, ist mir da mal reingekommen? In den Strumpfhosen. Ding dong dang. Sie werden so schnell erwachsen. Och ja. Einen frohen Rückeroberungstag. Und jetzt los. Yep. Das machen wir allerdings in der nächsten Folge. Ich glaube, das bietet sich auch echt an hier für einen Cliffhanger für die Let's Plays. Von daher, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.